Jugendliche am kriminellen Abgrund. Zu Hause haben sie Stress mit den Eltern und auf der Straße sind sie nicht erwünscht. Die Gang wird zur Familie und Kriminalität steht auf der Tagesordnung. Sie berichten von Diebstählen, ihrer ersten Abtreibung und den Versuchen älterer Männer, sie zur Prostitution zu zwingen. Ja, ist einfach scheiße dann gewesen und dann habe ich mich entschlossen, dass ich dort nicht mehr bleiben möchte daheim. Irgendwann würde ich die mal am Strich schicken, weil dann würde ich mal mit dir Geld verdienen. Die TDN-Gang ist in der Wiener Underground-Szene bekannt. Sie markieren mit Graffitis ihr Revier. Die Mehrheit von ihnen war mindestens einmal hinter Gittern. Warum? Das ist so, das ist eine Lebenseinstellung. Also warum? Warum gehen Leute angeln? Jeder von uns hat schon seine Zeit mal verbracht bei den Freunden und Helfern. DJ King ist mit 19 wegen Drogenbesitz verhaftet worden. Heute lebt er von Gelegenheitsjobs und versucht sich mit seiner Rap-Musik über Wasser zu halten. Ich bin kein gewalttätiger Mensch oder so, aber manchmal muss es sein. Irgendwann ist die Grenze zu weit und man darf nicht mit sich ficken lassen einfach. Das sage ich auch. Knapp 36.000 jugendliche Täter kann die Polizei pro Jahr ausforschen. Am häufigsten werden sie wegen Diebstahl, Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. Zigo und Kotres gehören zur TDN-Gang. Die meisten von ihnen waren mindestens einmal im Konflikt mit dem Gesetz. Drogen, Schlägereien und Graffiti gehen auf ihr Konto. Ja, wir gehen heute sprühen. Schauen Sie sich auf jeden Fall mal eine Abrisshalle an. Da treffen wir sich noch mit ein paar anderen Arzten, mit allen. Mit dem Rest von der Gang? Ja, von unserer Gang halt und mit denen sprühen wir halt ein bisschen und auf die Nacht schauen wir mal, was wir machen. Das gehen ein bisschen. Graffiti-Szene, wie siehst du das aus deiner Sicht? Von dem, was die Burschen machen, teilweise nicht erlaubt und so? Also, glaube ich nicht, oder? Was glaubst du nicht? Dass die zwei jetzt was Unerlaubtes machen, oder glaubst du? Weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der was Illegales macht, Geld dafür ausgibt. Ich glaube eher, dass das die Leute sind, die dann beim Baumarkt die Dosen stellen. Aber gesehen habe ich es noch nicht. Naja, wir stehlen sie auch, aber ich meine, der Arsch, wenn wir zum Roman gehen und ihm seine Sachen bauen vor laufender Kamera, geht das halt nicht so gut, weißt du? Nicht ernsthaft, oder was? Ja, ernsthaft. Das ist uns so wurscht, ob es legal ist oder nicht. Scheißen drauf, ja. So schaut's aus. Wie kommst du dazu? So. Wenn wir sie nicht vorschreiben lassen, wer was uns erlaubt oder nicht, wir machen, was wir wollen. Wir sehen das so. Wenn es für uns okay ist, dann haben wir kein Problem damit. Wenn du ein Problem damit hast, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Weißt? Das, was wir machen, sollte egal sein. Uns ist es auf jeden Fall egal. Scheißegal. Finde ich recht lustig, ne, wenn dann die 12 bis 40-jährigen Burma oder was daherkommen und mir zeigen, was sie am Wochenende zeichnet haben. Ich kann leider nicht zeichnen. Aber darum finde ich es doppelt so nett, halt, wenn die Stadt bunter wird. War aber auch nichts für mich. Also erstens wird mir meine Frau haben wahrscheinlich, wenn ich es mit den Kindern allein nicht lasse und im Gefängnis sitze. Und rennen kann ich auch nicht, also da bin ich nicht dafür gebaut. Wir machen es einfach, weil es uns Spaß macht. Wir suchen sich den Kick und kann einfach ein bisschen auf den Putz dabei. Ja, voll, das ist richtig geil, das ist so wie Sex, verstehst du? Adrenalin-Push, boah, das fühlt sich nachher auch gut, Alter. Auch wenn es Blödsinn ist, ja. Ist einfach so, es ist einfach ein Trieb, das Tier in dir, verstehst du? Die TDN-Gang besteht aus über 20 Mitgliedern. Für sie ist die Gruppe wie eine große Familie. Also wenn du mir ansteigen willst, dass du denkst genau 20 Leute an, wo du es genau siehst, mit denen fix besser nicht, oder? Den legst du dich am besten nicht an, oder? Geschissen. Ich meine, ich kenne auch Leute, die haben Waffen, ja, oder Leute, die verkaufen Waffen. Ja. Kein Problem, aber für mich persönlich braucht den Scheiß nicht. Ja. Begibst dich in eine andere Situation damit. Oder. Du glaubst dann, du bist wer, hast der Puffen einhängen und dann im Endeffekt kommst du in einen Stress und einer, der schießt dich. Er schießt deinen Kopf. Was ist, oder? Was bist du, Cooles, mit einer Kugel im Kopf? Scheiß auf dich, Alter. Scheiß auf dich. Graffiti fällt unter Sachbeschädigung. Der Strafrahmen beläuft sich auf bis zu 5 Jahre.
Der Verein für Jugend und Freizeit beschäftigt sich mit den Problemen der Jugendlichen in Linz. Die meisten von ihnen sind zwischen 12 und 23 Jahre alt. Markus Meyer ist seit 1997 Streetworker und hat pro Jahr rund 300 Kontakte zu Jugendlichen, die in Gangs oder auf der Straße leben. Also wir sind viel mit Themen wie Unterkunft, psychische Probleme, Finanzen natürlich, Ämter, Behörden, also mit eigentlich der ganzen Lebensspektrumspalette, sage ich mal, von Themen sind wir konfrontiert. Und meiner Ansicht nach das gravierendste Problem ist die Respektlosigkeit der Gesellschaft. Also ich glaube, aber es trifft nicht nur auf Jugend zu, sondern es ist einfach ein gesellschaftspolitisches Phänomen der Jetztzeit. Streetwork ist mobile Sozialarbeit im niederschwelligen Bereich. Das Angebot ist an möglichst wenige Bedingungen der Hilfesuchenden gebunden. Gemeinsam werden langfristige Ziele vereinbart und ohne Konsequenzen versucht, diese zu erreichen. Markus, wo geht's jetzt hin? Ich habe jetzt sozusagen einen Termin im Freien. Also wir werden jetzt eine Station vom Hauptplatz wegfahren, zur Rudolfstraße, da gibt es eine Unterführung. Und da treffe ich mich mit einer Jugendlichen, das ist ein Mädchen, das ist 19 Jahre. Die 19-jährige Ella hat Markus im UFO, einer Notschlafstelle in Linz, kennengelernt. Nach familiären Problemen hat sie ihre Lehre abgebrochen und lebt nun seit 1,5 Monaten auf der Straße. Grundsätzlich geht es einmal um das, dass man jetzt einmal, sag ich mal, ein bisschen abklärt mit ihr, ob sie das Treffen mit ihren Eltern noch will, ob man eine gesunde Familienzusammenführung überhaupt zusammenbringt und ob die Bereitschaft von allen Beteiligten, sage ich mal, da ist. Von den Eltern ist es auf jeden Fall da, das haben wir im Vorfeld abklärt. Hey, hallo, grüß dich. Ohne Kamera. Okay, passt. Ich habe es ja nicht im Vorfeld schon gesagt. Du, ich hab mir das so, wie du gesagt hast und wie du das vorstellst, irgendwie habe ich mit deinen Eltern in Verbindung gesetzt. Also die könnten sich das ganz gut vorstellen, dass man sich mal gemeinsam trifft, wann das für die passt. Auf alle Fälle, nur könnt sich ihr vielleicht in Verbindung mit meiner Eltern setzen, weil mein Stiefvater und ich pack das nicht. Ja, wir haben halt probiert, dass wir da irgendwie, oder von meiner Seite, ich hätte was probiert, dass da was geht, aber es ist einfach scheiße dann gewesen und dann habe ich mich entschlossen, dass ich dort nicht mehr bleiben möchte daheim, weil es einfach nicht geht. Und ich habe dann das UFO gefunden, die Notschlafstelle, wo es mir ja auch taugt vom Schlafen her nicht. Dann, du wirst halt in der Früh rausgestellt, kannst den ganzen Tag draußen in der Köhnummer drum rein, jetzt im Winter, wie es ist. Ich weiß nicht, ob sich das mal vorstellen kann, aber das ist halt Sache. Und ich würde schon gern wieder irgendwie daheim. Was war das Problem daheim? Oder willst du darüber nicht reden? Nein, das geht eigentlich kein was auch, außer halt mich und ja. Nein, da möchte ich nicht drüber reden. Bist du selber rausgeflogen oder? Nein, ich hab halt irgendwann gesagt, das passt nicht mehr, es geht nicht mehr, ich mag nicht mehr daheim und scheiße aus, fertig. Es ist halt, ja, Sache-Party. Meine Kollegin ist auch dabei, weißt du? Nein, ich möchte eher nicht, dass sie dabei ist. Magst du also, nicht? Okay, soll es nur ich machen? Ja. Okay, haut hin, passt. Bestimmst du, ja. Dann sag ich ihnen das auch, also dass nur ich dabei bin. Und das ja, ist. Weil ich hab mit ihr da einen Konflikt. Also das. Nein, passt eh. Ist eh deine Geschichte. Und dann sage ich ihnen, dass ich das Ganze ein wenig versuche zu moderieren. Und dass es gewisse Regeln gibt, die gehören natürlich nicht nur für die jungen Leute, sondern auch für die Eltern, wenn sie kommen oder so. Ganz normale Gesprächsregeln. Jeden zuhören, jeden ausreden lassen, jeden ernst nehmen, jeden respektieren. Und auch wenn wer in dem Fall 19 ist, hat er genauso viel zu sagen, wie wenn Hausnummer wie 41 oder 42 ist. Ist auch ein Teil von drei in dem Fall in dem System und hat genau solche Rechte, aber auch Pflichten, sage ich mal, den Teil dazu beizutragen, damit das Ganze halbwegs gut funktionieren kann. Und das ist oft einigen Familien meiner Ansicht nach nicht ganz klar. Vielleicht kannst du uns gleich mit ihnen heim oder so, je nachdem, wie es du dann vorstellst. Da. Im Sommer passiert das öfter, dass Jugendliche, sage ich mal, von daheim anreisen, so ein bisschen auf Tourismus, sage ich mal, ein bisschen cool. Im Winter ist das eine ganz zahre Geschichte und natürlich hat sie sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Ja, man sucht halt immer wieder was, gell. Eher durch das, dass ich den Kontakt mit den Streetworkern habe, jetzt ist das geschickt, weil wir die auch gesagt haben, wo ich was zum Essen kriege, wo ich mich einsitzen kann, wo es wärmer ist, gerade im Winter, aber lustig ist es nicht, es ist zach, es ist
Scheiße. Tschüss. Ich glaube, dass viel einfach nicht bewusst ist, wie hart das Leben auf der Straße ist. Wenn man, sage ich mal, erst um, in dem Fall um 6 am Abend hin kann, um 9 in der Früh raus muss und dann praktisch 9 Stunden ohne Geld, ohne nichts praktisch den Tag verbringen muss. Also erstens mal, ja, wie gesagt, im Winter, es ist kalt, man kann nicht draußen, sage ich mal, permanent spazieren gehen. Wenn man kein Geld hat, kann man sich nicht in diverse Lokale setzen. Das heißt, dann finden sich gewisse Gruppierungen in dem Fall zusammen, die was dieselbe Thematik haben. Dann fällt man auf im öffentlichen Raum, wird vertrieben, sei es jetzt von der Exekutive oder auch von gewissen Security-Firmen. Das ist ja ständig, das ist wie eine Völkerwanderung und so. Man wird halt dauernd vertrieben und man ist dauernd mit dem konfrontiert, dass man nirgends erwünscht ist. Das, was man zwar von daheim auf kennt, aber auf der Straße dann halt auch noch. Und ja, ich meine, stell mir unglaublich hart vor und das ist auch hart. Nicht weit vom Treffpunkt entfernt liegt das UFO, eine Notschlafstelle und Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche, die bereits 1995 gegründet wurde. Insgesamt stehen 16 Betten zur Verfügung. Der Schlafplatz kann jedoch nur für 3 Monate aufgesucht werden. Eine Zeitspanne, die oft nicht ausreicht. Bei manchen gelingt es, bei manchen ist es eine tolle Sache. Bei manchen, sage ich mal, wird es schwierig, weil in 3 Monaten, sage ich mal, das Leben nicht einfach von heute auf morgen einfach besser wird. Du brauchst oft schon 2-3 Monate, bis du zubekommst, bis du eine Beziehung aufbaust und dann müssen sie schon wieder aussehen. Ist da zum Teil die Zeit zu kurz, darum arbeiten die Notschlafstelle und wir sehr, sehr eng zusammen, weil wir dann, sage ich mal, nachdem sie da aussehen müssen, weiterführend eingreifen können und sie an andere Stellen zum Beispiel vermitteln können oder schauen, dass man währenddessen schon irgendwie einen anderen Schlafplatz, sage ich mal, aufstellt. In Wien. DJ King ist mit 19 wegen Drogenbesitz verhaftet worden. Er war ebenfalls in einer Gang. Der 25-Jährige hat nun sein eigenes Musiklabel gegründet. Heute lebt er von Gelegenheitsjobs und seiner Rapmusik. Ich muss zum Saufen kaufen, mit meinen Haberer treffen und dann was aufnehmen gehen ins Studio. Fresche Tracks machen und am Abend ist ein Auftritt noch. Ja. Was ist los, Alter? Alles gut? Meine Partie, ja, wenig gefressen. Ich muss zum Saufen kaufen, Alter. Der schnitzt mal dazu. Na, Bierstand, Alter, 1,80, das ist super. Alter. Nice Preis. Super, so, heute ist Donnerstag, also noch nicht ganz Wochenende, aber es fängt langsam an. Auftritt ist, aufnehmen tun wir und ein bisschen was trinken kann ja schon mal dazu sein. Aber viel saufen muss auch. Das kommt dann eh später. Jetzt mal für jeden 2-3 Bier muss man noch bei klarem Verstand sein. Ne? Sonst macht man da was falsch. Es ist also jetzt vielen Jahren in Musiker- und Kunstszene, sagt man, die nehmen Drogen, die nehmen das. Und es ist halt viel, wo man halt stundenlang sich dasselbe macht. Ich sage nicht, dass ich es so oft mache, aber es hilft einem schon, es unterstützt. Ne? Es geht auch ohne. Packs und das Ding kommen auch nachher. Ein Geheimtipp am Räumernplatz. Hier gibt es das günstigste Bier und die Jungs sind Stammkunden. Ich nehme 6 Unterklinger. Du warst schon im Gefängnis? Ja, das ist lange her. Das ist jetzt so. Was ist lange her? Da war ich 19 Jahre, das ist 7 Jahre her. Jetzt eigentlich mittlerweile 6 Jahre, ich kann nicht rechnen. Es ist nach dem 2. Bier, weil das schon ein bisschen schwer. Ja, und das war eine kleine Lappalie wegen leichten Drogen und passiert immer wieder sowas. Und ich meine, ist eine Erfahrung wert. Ich möchte es nicht missen, es hat mir sicher was beigebracht, was ich sonst nicht anders in meinem Leben irgendwie gelernt hätte, aber so. Das reicht für 2 Leute für die nächsten 1-2 Stunden. 2007 hat DJ King sein Musiklabel Deine Mutter Records gegründet. Mit einem Team von 4 Leuten betreut er 6 Künstler. Sein Studio befindet sich in seiner 35 Quadratmeter großen Gemeindebauwohnung. Ja, also ist hier das Studio, da hinten ist noch ein Wohnbereich, aber das ist so der Privatbereich, wir machen eigentlich hier das ganze Business und so, nehmen auf, wir halten Besprechungen, machen hier unseren Bürokram und so, treffen uns, proben, das läuft alles da ab. Ja, jetzt trinken wir mal das Bier fertig und werden uns einen Track anhören, haben wir gestern aufgenommen, werden den eventuell fertig machen, noch ein, zwei Nummern schreiben, wir haben jetzt in 3 Monaten das nächste Album raus, wir sind immer recht fleißig und da wird alles da aufgenommen und schauen wir, dass es sich ausgeht. Wir müssen eigentlich in 1,5 Stunden, 2 Stunden los. Auch wenn er versucht, dem illegalen Weg den Rücken zuzukehren, wird in der Szene immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Also sagen wir mal, 90% der Leute, was ich kenne, haben schon mal irgendwann irgendwem mal was mitgenommen, was verkauft. Und wenn man ein paar Gramm einem Freund gibt, ist man kein Dealer oder ist man kein Gangster-Rapper. Ist man ein Konsument und wenn man halt mehr kauft, ist es billiger. Das ist einfach eine simple Rechnung. Und es hängt jetzt nicht so hart damit zusammen. Es ist halt viele generell in Musikerkreisen. Nehmen die Leute Drogen und dadurch ist es, und auf Hip-Hop ist das halt sehr ausgebreitet vielleicht und die Leute brüsten sich damit. Das ist halt das Spezielle an dieser Musikrichtung. Die Leute reden darüber, in anderen ist das ja totgeschwiegen. Ne? Und ist nichts Besonderes. Gangster gibt's überall, weißt du, ein echter Gangster rappt nicht darüber, weil sonst ist ein dummer Gangster, weil dann kommt ins Gefängnis, weil ich sag nicht das, was ich mache. Das sagt man nicht. Das tut man machen. Don't talk, represent. Wir wollen eigentlich nur unseren Tag bestreiten, uns tätowieren lassen und am Abend eine gute Zeit haben und in dem Fall geht uns konstant irgendwer am Nerv. Es ist immer wieder eine Rauferei, es gibt immer wieder Messerstecherei. Ich kenne viele Leute, was im Häfen waren oder im Häfen sind oder andauernd irgendwelche Fights haben oder Probleme mit dem Gesetz oder einfach aggressive, von aggressiver Natur sind. Die ziehen eine Schlägerei einfach an. Ne? Für Graffiti sitze ich drin, sie führen mich wie Pauli Dien. Strenges Gesetz, streng vernetzt. Also ich bin raus, gibt den Bock, ich bin jetzt keine Waschwamserei. Telefonüberwachung, Wege und die Landespolizei. Die Jugendkriminalität ist ein Dauerbrenner in der Polizeistatistik. Seit Jahren steigt sie. Experten warnen jedoch davor, dies als Abbildung der Realität zu betrachten. Denn die steigende Anzeigenanzahl ist einerseits auf die stärkere Polizeipräsenz, aber auch auf die höhere gesellschaftliche Sensibilisierung zurückzuführen. Wo früher ein Auge zugedrückt wurde, wird heute die Polizei gerufen. Die beiden Ermittler des Wiener Kriminalreferates gehen einer Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti nach. Wir sind vom Kriminalreferat und bearbeiten unter anderem, die machen die Tatortsicherung und nehmen die Spuren, falls welche vorhanden sind. Ja, jetzt schauen wir mal, was da ist. So, sonst ist nichts im ganzen Bereich, also es dürfte nur hier bei der Überführung gewesen sein. Auf was schaust du da, als der Tatort arbeitet, weil du da Handschuhe angezogen hast und so? Also grundsätzlich auf die Schriftzüge, wie groß das ist, weiterer Folge, ob irgendwo Spraydosen noch herumliegen, ob man sonst irgendwelche verwertbaren Spuren hat, die auf die Täter schließen lassen. Schauen wir mal, bevor wir hingegangen haben, ob sie irgendwas weggeschmissen haben, was wir sicher könnten, oder? Spraydosen haben sie diesmal mitgenommen. Es ist insofern sind es meistens Jugendliche, für die das der Kick ist. Ja? Die wissen oft gar nicht, was sie damit für Schaden anrichten, aber erst wenn sie dann die Anzeige haben und die Regressforderungen der Opfer kriegen, dann wird ihnen eigentlich erst bewusst, was sie sich da angetan haben. Es sind oft in die Tausenden der Euros die Zahlungen, die sie dann zu leisten haben, über Jahre hinweg. Das ist nicht so ein großer Künstler gewesen da. Dürfte einer der Anfänger gewesen sein. Hier sieht man zurückgelassene überhaupt Bierflaschen, Bierdosen, das kann man nicht zuordnen, dass das wirklich von den Tätern jetzt war. Man sieht da in den bisschen Schnee keine Schuhabdrücke oder sonst irgendwas, also von den Hinweisen kann man mal nicht ausgehen, leider. Also auch wenn wir einen Fingerabdruck hätten, könnte man vielleicht sagen, da hat jemand eine Bierdose getrunken, aber dass er die Sprayerei gemacht hat, jetzt könnten wir nicht nachweisen. Wir haben teilweise Sprayer, die quer durch Europa reisen, ja, für die das wirklich schon zur Manie geworden ist, die fahren durch quer Europa und hinterlassen dort ihre Graffitis. Da gibt es internationale Zusammenarbeiten, Informationsaustausch zwischen den europäischen Polizeieinheiten und da kriegt man dann teilweise auch Dokumentationen, zum Beispiel aus der Slowakei, Tschechien, Deutschland, Schweiz, wo man dann die gleichen Schriftbilder sieht und die Unterschriften. Bei den ÖBB sind es vor allem Lärmschutzwände und Güterzüge, die mit Graffiti besprüht werden. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Eine weitere Erschwerung der Straftat sind Graffitis mit Tötungsaufforderungen. Diese können gemäß § 282 Strafgesetzbuch als Aufforderung von mit Strafe bedrohten Handlungen geahndet werden. Gleich bei ATV die Reportage. In einem Wiener Außenbezirk trifft sich Sigo in einer Halle mit seiner Gang. Wir machen nichts kaputt, wir verunstalten, ja, das ist okay. Aber wir machen nichts kaputt. Wir sind keine depperten Leute, die Telefonzellen ruinieren oder depperte Autospiegel runtertreten. Ja, mach ich mal. Und Streetworker Markus geht die Geschichte der beiden Mädchen nahe.
Ich bin zum Teil, muss ich jetzt fast sagen, ein wenig spruchlos. Die Kriminalbeamten des SBK Donaustadt sind auf der Suche nach verwertbaren Spuren. Bei der Gerichtsverhandlung, es kommt darauf an, wie viele Delikte wir noch nachweisen, wie hoch die Schadenshöhe ist. Es hat schon Täter gegeben, die haben für die Summe an Sachbeschädigungen mehrere Jahre Haft bekommen. Freilich ist das kriminell, wenn man öffentliche Einrichtungen teilweise die dringend benötigten anschmiert, wenn man Vandalismusschäden hervorruft, freilich fällt man da bereits ins Kriminelle hinein. Aber die Jugendlichen, können Sie das verstehen, dass die Jugendlichen das vielleicht nicht verstehen? Die sagen, ich will Freiheit bedeutet für mich machen zu können, was ich will. Wir verstehen es insofern nicht, da den Jugendlichen Seiten des Jugendamtes oft in diesen Jugendtreffpunkten, da haben sie jetzt eigene Zentren aufgestellt, Holzhäuser, die sie besprayen können. Aber da fällt ihnen der Kick. Also wir haben mit einigen Jugendlichen gesprochen, die gesagt haben, das ist wie als Kind, wenn du einen Zettel kriegst und was malen sollst, das interessiert mich nicht. Die Wand anschmieren ist viel lustiger. Also es ist schon teilweise ein Kick und teilweise ist ihnen sehr wohl bewusst, dass sie da was strafrechtlich Relevantes machen, aber es ist ihnen auch relativ egal. Wie bei jedem Täter, jeder glaubt, er wird nicht erwischt. Die Klärung bei solchen Delikten dauert oft zwar eine Weile, aber wenn wir die Täter erwischen, dann können wir ihnen meistens über Jahre zurück hunderte Fakten nachweisen. Und so kommen da einige Fakten zusammen, die dann einer Klärung zugeführt werden können. Die Kriminalbeamten sind es gewöhnt, akribisch und in kleinen Schritten den Vandalen auf der Ferse zu sein. In einem der hier vorliegenden Fälle sind sie zuversichtlich, den Täter bald überführen zu können. Das schaut recht gut aus. Ja, das ist ein Markenzeichen. Ja. Was für andere illegal ist, sehen Ziege und seine Freunde als vollkommen normal an. Vandalismus und Sachbeschädigung, dazu zählt auch das Sprayen von Graffiti, sind ein typisches Jugenddelikt. Das Gros der Straftaten in diesem Bereich gehen auf das Konto von unter 18-Jährigen. Sind wir alle Kleinkriminelle, manche Großkriminelle, aber das, was da jetzt seht, das wird jetzt eh sehen, wird die Leute kennenlernen. So, Bursche, jetzt müssen wir ruhig sein, gell? Jetzt müssen wir ruhig sein, sage ich. Eine Abbruchhalle in einem der Außenbezirke Wiens ist heute der Treffpunkt von rund 20 Mitgliedern der TDN-Gang. Ein paar von ihnen kommen ursprünglich nicht aus Österreich, nach ihnen wird bereits in Deutschland oder Osteuropa gefahndet. Das sind die Answer-Raps, unsere Rassen-Facts. 2007 haben wir zwei im Knast gesteckt. Danger Rasser-Check, Dosen auf die Dosen, C4, gar nicht so schlimm da oben. Das sind die Answer-Raps, unsere Rassen-Facts. 2007 haben wir zwei im Knast gesteckt. Danger Rasser-Check, Dosen auf die Dosen, 2x5, wenig Person. Warum macht ihr das? Warum? Das ist so, das ist eine Lebenseinstellung, also warum? Warum gehen Leute angeln? Warum? Das ist ein Hobby, eine Lebenseinstellung und die bleibt. Es gibt echt keinen richtigen Grund, würde ich sagen. Ich meine, man macht es einfach natürlich, um zu zeigen, dass man da ist, einfach, dass man sich präsentieren will, einerseits auf der Straße und in der Szene. Ne? Also ein Grund, in dem sehe ich jetzt nicht. Aber es macht einfach Spaß, kostet leider viel Geld, aber das muss man halt investieren dafür. Woher hat man das Geld? Ja. Das kommt von einem Falken halt. Da muss man nicht drauf eingehen jetzt. Ne? Also nicht unbedingt immer legal, oder wie? Nicht unbedingt legal. Ich habe mit 13 angefangen, mir einen Namen auszudenken und habe überall mit einem kleinen Stift in der Schule und in meiner damaligen Umgebung halt herumgeschmiert. Da habe ich nicht einmal gewusst, was Graffiti ist. Und ja, dann mit der Zeit hat man da irgendwie die Sucht entwickelt und dann die ersten Magazine gesehen und die ersten Videos. Naja, und so rutscht man halt immer weiter rein. Wie illegal ist das eigentlich? Sehr. Es ist, also, es ist halt eine Geldfrage. Wenn man es in Kauf nehmen will, dass man irgendwann auf dem Haufen Schulden sitzt, ja, man muss sich bewusst sein, dass es ein riesengroßes Risiko gibt. Haben Sie schon erwischt, oder? Ja. Was war dann? Bei mir ist es glimpflich ausgegangen. Guter Anwalt, gutes Verhalten. Sagst du ja, bleibst du da, sagst du nein, gehst du heim. Ganz einfach. Also man kann das Risiko minimieren, es gibt gewisse Schlupflöcher, aber die Justiz ist schon sehr dahinter. Also
Es gibt genug Beispiele, wo Kinderschänder eine geringere Strafe bekommen als ein Graffiti-Sprüher. Das sagt alles aus. Kennst du Leute, die schon im Bau waren deswegen? Oh ja, einige. Also jeder von uns hat schon seine Zeit mal verbracht bei den Freunden und Helfern. Aber ja, es gibt natürlich Leute, die längere Zeit dort verbracht haben, und dann gibt es die Leute, die einfach ihre paar Tage, paar Wochen in Kauf nehmen müssen. Bei einfacher Sachbeschädigung drohen bis zu 6 Monate Freiheitsstrafe. Übersteigt der Schaden 50.000 Euro, kann die Haftstrafe bis zu 5 Jahre verhängt werden. Der zivilrechtliche Schadenersatzanspruch der Geschädigten verjährt erst nach 30 Jahren. Zurück in Linz bei Streetworker Markus. Also wir haben ein gewisses Gebiet, das ist die Linzer Innenstadt. Die geht vom Bahnhof, kann man so sagen, bis zur Linzer Donaulände. Und wenn wir Szenepräsenz haben, also oder machen, dann gehen wir gewisse Punkte ab. Und ich gehe jetzt einmal Richtung Obhochhaus, wo speziell im Sommer sehr viel Leute, sage ich mal, speziell von der jungen Szene gewohnt haben. Wir schauen drauf, dass uns die Jugendlichen einladen. Sonst machen wir das nicht. Es kann durchaus zum Beispiel sonst zu, sage ich mal, Missverständnissen führen, gefährliche Situationen können entstehen. Und ich würde sagen, es ist eine ähnliche Geschichte wie, also ich möchte auch nicht, dass einfach wer in mein Wohnzimmer kommt und unangemeldet, sage ich mal. Und so muss man das irgendwie betrachten mit einer Wohnform von Leuten, die was, sage ich mal, nichts haben und auf der Straße wohnen. Ja. Das ist praktisch eher ein Wohnzimmer. Je nach Größe des Abbruchhauses wohnen darin bis zu 50 Personen aller Altersschichten. Jeder Bewohner unterliegt den zum Teil strengen hierarchischen Strukturen. Markus' erster Termin führt ihn zu einer Jugendlichen, die dort seit 3 Monaten wohnt. Bei der Besprechung muss die Kamera jedoch draußen bleiben. Ich muss mal sagen, in einem Abbruchhaus, das ist jetzt nicht alles Anarchie oder alles ist frei und überhaupt, sondern da gibt es wahrscheinlich oft mehr Regeln als in irgendwelche anderen Institutionen. Sei es jetzt ganz normale Benimmdich-Regeln, sage ich mal, oder Hygieneregeln, physische, psychische Gewalt, wie man sich halt im Normalfall auch vorstellt. Oder es gibt Leute, die sind halt eher, sage ich mal, fürs, unter Anführungszeichen, Schnurren zuständig. Das heißt, die gehen einer Erwerbsarbeit sozusagen nach, ein bisschen eine andere Form. Andere übernehmen das Putzen, andere das Kochen. Manche sind, weiß ich nicht, sage ich mal, für Kinder oder Hunde da. Ja, das ist eine richtige Arbeitsteilung zum Teil. Markus, was war jetzt da drinnen los? Ja, am Anfang sind wir relativ gemütlich zusammengesessen und dann hat sie eigentlich eher rausgestellt. Es sind zwei Leute, sag ich mal, ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Die brauchen natürlich in dem Fall Arzt- und Krankenhausgeschichten. Und wenn man nicht versichert ist, hat man natürlich enorm hohe Folgekosten oder so. Und darum schauen wir, dass wir im Vorfeld Meldeadresse machen. Und dann ist man versichert und kann sich auch, sag ich mal, gesundheitlich behandeln lassen. Weil das ist, sag ich mal, sonst ein relativ großes Thema, wo Leute dann nicht zum Arzt gehen, Krankheiten verschleppen oder... Ja, es kommen ganz schwierige Geschichten, sage ich mal, raus. Als nächstes hat Markus einen Termin mit 2 Mädchen, die zu einem offenen Gespräch ins Beratungszentrum gekommen sind. Er und seine Kollegin Sonja kennen die beiden erst seit Kurzem. Im Schnitt besuchen 36 Jugendliche täglich die Einrichtungen der 13 Jugendzentren in Linz. Der Mädchenanteil liegt bei 22%. Bis vor Kurzem haben die beiden am Bahnhof neben Obdachlosen gelebt. Durch einen Freund namens Boxer sind sie zu der Organisation Just gekommen. Kitty ist 15 Jahre alt, ihre 20-jährige Freundin Jenny lebt schon seit 6 Jahren auf der Straße. Ja, ich und mein Vater haben uns gestritten und so. Und nachher hat halt mein Vater gesagt, da, nimm deine Sachen, hat mir meine Jacken gegeben, verpiss dich einfach, ich will nicht mehr sehen. Und ja, nachher hat ja, scheiße, wo gehe ich hin? Habe ich mein Geld genommen, was ich noch gehabt habe, und bin nach Linz gefahren. Weil ich bin eine schwarze Schafterfamilie. Es ist halt so. Ich habe mir ziemlich viel mitgemacht, wie ich so 13, 14 war. Und keine Ahnung, bin halt dann an die falschen Leute gekommen. Und mit denen zusammen abgestürzt. Und dann lässt irgendwie jeder fallen und dann stehst du da und passt da in das Klischee nicht mehr rein, so wie die deine Eltern haben wollen. Und es wird immer schwerer und schwerer. Und irgendwann dann findest du Menschen, wo du glaubst, du kannst dich darauf verlassen, dass du das endlich einmal geschafft hast. Der dich dann aber auch einen Stich lässt und dann stehst du auf der Straße und hast gar nichts mehr. Was habt ihr da gemacht den ganzen Tag? Gesoffen, geraucht oder
Genau, einfach deppert umeinander gesessen. Und die Zeit totschlagen. Genau. Ohne nichts da, einfach nur da sitzen und ja, du kannst quatschen, aber das ist halt so, Hauptbahnhof, Bahnhofshalle. Dann kommt man halt mit Leuten zusammen, keine Ahnung, die verzählen dir, ja, ich schlafe schon 20 Jahre in der Waggonie und das und das und das und das. Und sie auf Arm machen, ja, lass mich mitdrängen, von dir runterschnurren und irgendwann dann, wenn du mal was brauchst, dann schaust du genauso durch die Fänge. Nachher haben sie gesagt, ja, nein, Mutproben und so. Geh zum Beispiel da in irgendein Geschäft und nimm das und das, das ist ja voll sicher, keiner kommt drauf. Und bei mir war das halt so, ja, ich erstes Mal was mitgelassen, scheiße, sind sie draufgekommen. Mein Vater natürlich voll enttäuscht von mir, weil das gehört hat, weil die Kiewer sind zu ihm in die Arbeit gefahren. Ich habe ein Auto verbaut, ohne Führerschein, mit 3,8 Promille und habe zwei Verletzte halt hinten drinnen sitzen gehabt. Ja, und das auch eben durch nur jeden Tag trinken, 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 trinken. In einer 35 Quadratmeter großen Wiener Gemeindebauwohnung und zugleich dem Studio von DJ King wird geprobt und an neuen Songs gebastelt. Ich bin der Juice-Rapper Österreichs. Das ist so, weißt du, das liegt mir eh im Blut, weil ich ein Juice bin, weil ich mich von klein auf hochbauen musste immer, immer erkämpfen. Alle meine Rechte erkämpfen und das ist naheliegend, dass ich Rap mache und dass ich Juschen Rap mache, weißt du? Weil ich habe es noch schwieriger als die anderen, weißt du? Deswegen bin ich auch nicht der verwöhnte Rapper, der sich denkt, das passiert alles von alleine, sondern ich bin wirklich der, der mit dem Plastiksack rumläuft durch die Stadt und die Leute penetriert, weißt du? Also, und die Musik an den Mann bringt. Ja. Werbung ist auf der Straße. Yes, Hip-Hop kommt von der Straße und gehört auf die Straße. So ist das, Alter. Die schreien, ich bin der größte Gangster, mein Schwanz ist so groß, dass du es nicht glaubst. Ist genau das Gegenteil, das ist das Spiegelprinzip. Ja? Das ist das und irgendwann durchschaust du das und irgendwie Wörter kann jeder benutzen. Ja? Aber es geht halt darum, wie oder was oder bestens, was man nicht sagt. Das ist das. Ja? Ich glaube, Wien ist generell gefährlicher geworden. So in den letzten, ich bin mit 8, 9 nach Wien gekommen, als Migrant eben. Und ich glaube, mittlerweile 15, 16 Jahre später ist Wien schon eine Stadt, wo es noch mehr abgeht, also wo definitiv, ich sehe jetzt auch 14-Jährige mit Messern oder solche Geschichten halt, ja. Das gab es früher nicht, das hätte ich mich nicht mit 14 getraut, sowas, weil ich da natürlich von den Älteren gleich Watsche bekommen hätte, ja. Ein Messer muss er fahren. Man ist so leicht goschert und Leute sind halt, die tun dich einen provozieren, weißt du, ich meine. Wie ist das bei den Hunden, Alter? Die bellen, Leute, die bellen und die Messer zeigen und sowas, die machen gar nichts. Das ist das, die ganz ruhig sind. Der kommt allein auf 10 Leute zu und dann ist vorbei. Der weiß nämlich ganz genau, was er tut. War das mal so bei dir? Sicher war das. Natürlich. Ich meine, du weißt das. Ich habe auch, du siehst eh, ein bisschen Narbe da und so. Ja, Scarface. Ich meine, ich bin auch gezeichnet, wie aber das ist nichts Besonderes. Das ist jeder Zweite in der Hip-Hop-Szene. Also das ist. Jeder hat seine Erfahrungen gemacht, jeder hat das aber. Ich finde es gut, wenn man die verarbeitet, diese Erfahrungen, und dann diese Erfahrungen nutzen kann, um das am Mic auszulassen, am Mikrofon, ja. Wo ist der härteste Bezirk in Wien? Du kannst in jedem Bezirk um eine depperte Ecke kommen. Das sage ich da als Wiener. Und ich habe nur Stress gehabt mit Nazis in meiner. Ich habe neben einem Fußballstadion gewohnt und bin um die Ecke gegangen und dann stehen da die Skinheads da. Du kommst mit dem Skateboard ums Eck, mit der weiten Hose und dann bist freiwillig. Was willst du machen? Das ist das, was ich am besten kann. Kellnerieren erfüllt mich nicht. Ich habe das probiert. Ja. Das ist ein Dienstleistungsgewerbe. Musik kann ich das machen, was ich will. Und man muss halt auch dann mehr arbeiten als eine normale Arbeit. Der Verkauf ihrer Musik-CDs funktioniert im Mainstream-Bereich eher schleppend. Aus diesem Grund müssen Rapper wie DJ King, die von ihrer Musik leben möchten, auf Szene-Events ihre Tracks an den Mann bringen. Deswegen geht es heute in die Szene Wien. Abendprogramm der TDN-Gang in einer Halle am Rande von Wien. Wie ist es aufgeteilt bei euch? Es gibt da welche, die sprühen und die anderen stehen da hinten schon zu. Das sind unsere Bugeln. Voll Stress gibt. Ja, wenn es darauf ankommt. Also ich meine, wir sind nicht diejenigen, die da jetzt irgendwie herum oder die Streit suchen oder sowas. Aber wenn es darauf ankommt? Wenn es darauf ankommt, dann gibt es halt auch. Wie ist es, wenn es darauf ankommt?
Mit wem gibt es Stress? Oder mit? Ja, es gibt nur Leute, die was zigieren dann. Es ist Stress, es gibt Stress mit Leid, Stress mit Kohle, Stress mit der Hocken. Es sind mehrere Faktoren, also unter Stress selber jetzt da. Wie es halt so ist. Im Leben. Nur Pöbel unterwegs in Wien. Sie wichtig machen und so. Wie sichert man sich ab? Oder gibt es so Leute, die einen Posten stellen und schauen, ob er kommt? Oder wie? Na, das werden wir jetzt da im Fernsehen nicht besprechen, wie das abläuft. Kommt drauf an, wenn wir mehrere Leute sind, geht schneller. Also wenn die ganze Bande halt irgendwas macht. Und wenn man allein ist, kommt drauf an auf den öffentlichen Platz. Es gibt Stellen, da hat man mehr Zeit. Es gibt Stellen, da hat man weniger Zeit. Es gibt Stellen, da hat man überhaupt keine Zeit und macht es trotzdem. Und ja. Was war das Schnellste? 47 Sekunden. Backjump, also in der Station. Das heißt, raus und zack und... Ja, da kannst du dir ja eh vorstellen, bei 47 Sekunden schaut das Bild ziemlich scheiße aus, aber es, man macht es ja für einen Kick und es soll ja Spaß machen. Dass andere Leute keinen Spaß daran haben, ist uns klar, aber... Aber es gibt ja Stellen, wo man es machen darf. Ja, sicher. Die machen wir eh auch. Die machen wir auch, ja, aber... Ich mag aber überall alles machen. Und ja, das geht halt nicht überall. Da müssen wir sich halt verstecken, maskieren und zuschlagen in ein paar Minuten. Was soll man machen? Dass nicht sauber ist, wissen wir ja, aber was soll's. Bei den Streetworkern in Linz berichten zwei Mädchen über ihr Leben auf der Straße. Ja, ich bin auf viele Leute gekommen, die was man halt nicht vertrauen kann, die was die nur mehr eindrucken, als was du schon drinnen bist. Inwiefern, wie kann man sich das vorstellen? Ja, man lernt dann keiner, keine Ahnung, denkt sich nichts dabei und die rosarote Brille und irgendwann, dann würde ich die mal am Strich schicken, weil dann würde ich mal mit dir Geld verdienen. Und wenn man halt dann erst einmal, gut bei mir, wie ist jetzt, wie ich 20 und du hast das am 40-Jährigen, sagst nein. Und dann zum Beispiel wird er aggressiv, drückt die Gegend an, ja, ich bring die Umschlampe, etc. Und das habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Und, ja. Sind das Leute, die auch auf der Straße leben, oder sind das Leute, die... Nein, das sind eben die Leute, die was nicht auf der Straße leben. Und ich weiß mir da manchmal auch geratet, weil der sieht, okay, die ist vielleicht in einer scheiß Situation, die ist psychisch anknackst, die ist körperlich anknackst. Bin ich halt einmal zwei, drei Wochen lieb zu ihr und hin und her und mache ihr scheine Augen und so und dann fahre ich weg mit ihr, wenn sie wieder gut geht. Weil was anderes als wie mir hat sie eh nicht und ich hab's gehört und sie kann das schon machen, weil wir gegen Leistung auch dafür haben. So ist es halt mir gegangen. Weil sie war dann ja fast Mutter geworden, ich war einmal schwanger, aber... Ja, du bist schon schwanger. Ja, ich hab's also abtreiben lassen. Weil mit 14 Mutter geht gar nicht. Schwere Entscheidung war trotzdem. Meine Eltern zum Beispiel, die denken nur immer von mir, ja, quasi Jungfrau und bla 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 und hin und her und so quasi, aber die Eltern wissen einfach nicht, was mit uns wirklich ist. Ja, das hat mich selber überrascht. Also, solche Sachen natürlich kriegen wir immer wieder mit oder so, aber eher in so Einzelgespräche oder wenn wir ohne Kamera praktisch da sitzen. Ich bin zum Teil, muss ich jetzt fast sagen, ein wenig spruchlos. Was machen eure Eltern jetzt? Ich meine, ihr müsstet ihnen empfehlen, oder? Ja, eigentlich schon, weil zum Beispiel meine Mom, die hat mich die letzten paar Wochen die ganze Zeit angerufen. Ja, na bitte komm heim, ich mach mir Sorgen. Und dann hat es mir sogar gedroht. Ja, nein, ich bring mich um, wenn du nicht heimkommst. Und auf das steige ich gar nicht erst ein. Ich glaube, dass wir unsere Eltern sicher genauso gehen wie unsere Eltern uns manchmal. Mhm. Manchmal denke ich mir, wenn ich heimkomme oder wenn ich nicht heimkomme, ja, gescheit scheiße. Keiner vermisst sie. Weil bei meinen Eltern ist das so, wenn ich Scheiße baue, dann interessieren sie sich für mich. Wenn nicht, dann bin ich einer scheißegal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin lieber im UFO, bevor ich bei meinen Eltern bin. Ich bin lieber in Linz, bei den Leuten, ich meine, die Leute im UFO, das ist ein Wahnsinn. Und wenn einer nur eine Zigarette eingesteckt hat, die gibt er da auch. Und wir teilen wirklich alles miteinander. Also die UFO-Leute, wir teilen alles. Das härtet uns fürs Leben ab. Selber lernen, auf die Schnauze fallen und so. Mhm. Und dann aus Fehlern lernen einfach. Und das dann irgendwann einmal, wenn man Kinder hat, mehr oder weniger mitgeben. Ja. Und hast du irgendwie so Träume, Ziele? Ja, also ich will erst mal meine Schule fertig machen und dann will ich Fotografin werden. Fotografin? Mhm.
Aber wenn das nicht geht, dann, mein Gott, nein, Einzelhandel, irgendwas. Mhm. Mhm. Nimm das, was man das Leben gibt. Mhm. Okay. Ich bin jetzt dabei, dass ich eine Wohnung kriege im Juni herunten in Linz, aber zu den Eltern gegangen, die nehmen wir zurück. Kitty und Jenny haben hier jemanden gefunden, der ihnen ein offenes Gehör schenkt. Sie möchten nun mit ihrer Hilfe wieder auf den richtigen Weg zurückfinden. Gleich bei RTV die Reportage. Wir haben natürlich von einer Vergangenheit zu erzählen, die nicht ganz lupenrein ist. Wir sind recht liebe Burschen, wir könnten auch alle arbeiten, wenn wir wollen, also wir sind halt ein bisschen faul oder ein bisschen willenlos in manchen Punkten. DJ King hofft beim heutigen Event in der Szene Wien auf gute Umsätze mit T-Shirts und CDs. Schwimmen wir da oben. Ganz weiter rauf, ganz rauf, ja. Ist ja nichts sonst. Nein, die Wheelbox da. Aber bei uns verkauft man am meisten auf Konzerten. Also ich meine, es gibt Abende, in denen verkaufen wir keine CD. Manchmal verkaufen wir eine und manchmal machen wir an die 500 Euro. Ja, könnte ich auch machen. Wenn Drogen verkaufen, man macht wahrscheinlich bei einem Gramm von irgendeiner Droge mehr Geld als bei so einer CD. Aber da verhaftet mich keiner, weißt du, das macht mehr Spaß, das ist echt. Da steckt ein Stück von jedem von uns drinnen. Also, seid ihr fisch für den Auftritt? Sicher. Ich bin bei Nerd, Alter. Ich kann gar nicht mehr reden, Alter. Wir machen Scheiß drauf, Shit. Wir geben auf nichts einen Fick und das machen wir mit der Musik. Wir wollen uns einfach ausdrücken, unsere Seele, was immer wir empfinden. Und da ist auch viel Wut, Aggression und so Shit. Gibt's auf alle Fälle. Ja, wir haben natürlich von einer Vergangenheit zu erzählen, die nicht ganz lupenrein ist. Genau, es sind natürlich Drogendelikte, verschiedene kriminelle Handlungen, auf die ich auch nicht näher eingehen will. Wir sind uns drin, wir haben Hunger, wir wollen mehr, wir wollen was erreichen und wir wollen auch einfach drauf scheißen, einfach dieses Rap-Ding einfach durchziehen. Es ist doch eine Metallisierung. Drauf scheißen und einfach dieses Lebensgefühl, das eigenes. Leben kann dich ficken auf jeden Fall. Wir kommen beide auf jeden Fall, sagen wir, mit unterer Mittelschicht. Sind nicht mit reichen Eltern aufgewachsen, wie die meisten Leute irgendwie in Österreich auch. Aber wir haben halt auf jeden Fall Schmerz, wir haben Hunger und wir haben was zu sagen. Und wir wollen, dass die Leute das hören auf jeden Fall. Wir kennen das Leben an der Armutsgrenze, ich sag mal so, auf jeden Fall, ja. Warst du im Gefängnis? Ich war noch nie eine längere Zeit im Gefängnis, war aber schon mehrmals nächteweise im Gefängnis. War in Untersuchungshaft 24 Stunden. Aber das ist. Ich würde nie mit sowas angeben. Das ist was Peinliches. Das ist was Peinliches. Und ich sage das in der Öffentlichkeit, weil ich ein Mensch bin, ein sehr ehrlicher. Musik ist Therapie. Im Endeffekt kannst du dich mit deiner Musik selber therapieren. Und um das geht's auch. Es ist ein Weg, um den Alltag zu meistern, sodass wir den ganzen Scheiß eigentlich gut überstehen. Die wenigsten sind stolz auf ihre Vergangenheit. Zudem ist es in der Szene absolut verpönt, mit seinen Taten zu prahlen. Arbeitslosigkeit und familiäre Probleme sind meist Hauptauslöser. Einige von ihnen singen darüber, die anderen stecken gerade mittendrin. Die Rapmusik dient ihnen als Ventil, mit dem Erlebten fertig zu werden und gibt ihnen Hoffnung, auf ehrlichem Weg ihr Leben zu bestreiten. Ja, ein bisschen zu, aber es geht, Alter. Wir haben schon die Hälfte weg von der Wheelbox. Das pfeift. Ein bisschen Geld ist drinnen. Viel sind wir auch noch. Zwei, drei Stunden ist der Shit dann vorbei, Alter. Auch die Mitglieder der TDN-Gang versuchen neben den Graffitis, Erlebtes durch Rapmusik zu verarbeiten. Das ist ein geiler Track, wirklich. Der spricht einfach drüber, wie es ist im Heben und nichts gelogen davon, was in dem Track passiert. Das ist ein wahrer Track, aus der Justizanstalt. Justizanstalt heißt so viel wie Schmeiß. Und eins, sie ihn wegsperrt, muss der was frei sein heißt. Frei so wie die Taube, die aufs Fenster seiner Zelle scheißt. Ich geh nicht raus, denn ich hab, was ich brauch. Viel zu essen, Pornohefte und ein Fernseher auch. Was zum Ziehen haben wir auch, zwar nur auf, doch wir sind drauf. Keine blöden Fotzen kommen zu dir und regen sich auf. Hier hast du Urlaub. Kommst als Kleinkrimineller rein und im Endeffekt bist du nachher eher Schwerverbrecher, weil da drin hast du die perfekte Schule dafür. Gehst rein, weil du der Graffiti-Sprüher bist und danach oder weißt, wie du alle möglichen Autos aufsprichst. Das ist lächerlich. Wie ist es, wenn man das erste Mal in den Häfen kommt?
Das kann ich nicht sagen. Wir stehen da, als die, die nicht im Häfen waren, weil die, die im Häfen waren, sich nicht daherstellen und reden. Ja. Wir sind nur die Produzenten von dem Lidl. Was haben die erzählt? Ja, der eine erzählt darüber, dass er wegen Graffiti reingegangen ist. Der andere erzählt, weil er mit dem Dealen halt reingegangen ist. Und ja, und wie soll dies? In der Zelle hocken. Sind zufällig Tagesablauf. Ja, aber nicht im gleichen Zeitraum, ja, aber ziemlich knapp hintereinander in der gleichen Zelle. Zwei Freunde und einer von ihnen ist überhaupt verschollen. Ah, das muss man ja auch dazu erwähnen. Also einer versteckt sich gerade und von dem her. Also der versteckt sich, also nicht, der versteckt sich vor ja, allem. Er ist einfach untertaucht. Der hat zu niemandem Kontakt. Ja. Das letzte Mal vor 4 Monaten was gehört von ihm. Dann ist sein Leben verbaut mit den Vorstrafen. Dann findet er kein Hotel, weil er drinnen stehen hat, schwere Sachbeschädigung, weil es glaubt, die da ihm hat irgendwas eingehaut oder irgendwelche Oldtimer zusammentreten. Da geht es um Farbe, die soll das endlich ändern, den Gesetzestext. Das ist keine Sachbeschädigung, keine. Die Mauer ist noch immer eine Mauer danach und steht noch immer. Oder wir machen nichts kaputt, wir verunstalten, ja, das ist okay. Aber wir machen nichts kaputt. Wir sind keine depperten Leute, die Telefonzellen ruinieren oder depperte Autospiegel runtertreten. Ja, ja, manchmal. Du fallst in normalerweise in ein Loch rein, aber dann hat man so Freunde wie uns, die was natürlich da sind für sie Leute. Und das ist probiert, das ist das kommt drauf an. Die ganze muss Sache, wie das entstanden ist. Wir waren alle verloren auf eine Art und Weise und haben sie gefunden, haben sie geholfen gegenseitig. Deshalb sind wir eine große Familie. Bei uns, wir halten zusammen und aus. Die meisten von ihnen sind zwischen 21 und 25 Jahre alt. In ihrer Gang haben sie den Rückhalt gefunden, der ihnen zu Hause gefehlt hat. Geht nach oben sprühen. Kommst du mit oben sprühen? Wir sind recht wie viele Burschen, wir könnten auch alle arbeiten, wenn wir wollen oder so. Wir sind halt ein bisschen faul oder ein bisschen willenlos in manchen Punkten. Man beginnt mit Drogen. Die Drogen werden immer mehr. Die Sucht wird immer größer. Man will nur noch abgehen und auf den Putz hauen. Man will nicht mehr einfach sein normales Leben leben und einfach gerade straight mit Scheuklappen durch die Welt laufen, arbeiten gehen, 40 Stunden, 50 Stunden in der Woche und danach im Endeffekt kannst du mit 300 Euro schauen, dass du dir was zum Essen kaufen kannst. Weil du deine Wohnung zahlen musst, weil du einfach gewisse Kosten hast für dein Leben, dein Essen. Das Essen ist viel zu teuer und somit musst du einfach zu kriminellen Machenschaften greifen oder irgendwie ein Zeichen setzen, dass das nicht so weitergehen kann. Das war wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir eigentlich so machen die ganze Zeit. Also egal wo wir sind, wie wir sind, das ist alles nur eine Kleinigkeit gewesen, was wir heute gemacht haben. Scheiß drauf, Shit, wir geben auf nichts einen Fick und das machen wir mit der Musik.